Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von War and the Sea. Ich bin Executrix. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich nach Meeren versucht. Ja, wir haben US Holland versenkt, den letzten großen Flottenträger und eine Schlachtschiff der Amerikaner. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir hier unser Konvoi, wir haben hier Nachschub bei den Shortlands entladen, sodass hier noch 160 Ingenieure an Ingenieuren fehlt und 150 beim Treibstoff. Aber wir werden es erstmal hier versuchen, einiges zu ändern. Na, hier haben wir noch drei schwere Kreuzer. Nö, ich werde jetzt die Chicago werde ich jetzt hier patrouillieren lassen, während ich hier die Hiryu, die Shikaku, während ich die Hiryu und die Shikaku hoch zur Werft schicke, um sich neu ausrüsten zu lassen, denn die haben jetzt doch massive Verluste erlitten. Jo, wie sieht es hier aus mit dem Dockyard? Die Kongo ist in einem Tag ansatzbereit. Dann können mich auch hier die Schlachtflotte langsam austesten. Ne, hier haben wir jetzt Haruna, die Ise, dann können mich hier ein zweites Schlachtgeschwader aufstellen. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass die Amerikaner doch massive Verluste erlitten haben. Verluste der Träger. Und der, North Carolina, die Washington ist versenkt worden. Jetzt haben sie noch drei normale Schlachtschiffe, der Rest sind Standardschlachtschiffe. Und wie gesagt, ja, jetzt schickt er hier wieder Spähflugzeuge aus. Ja, schicken wir mal eine Eskorte für die zweite Schlachtschiffdivision und hier für die Suikaku, sodass die gedeckt sind. Und ja, dann gucken wir mal. Chicago already launching aircraft. Könnte sein, dass die Amerikaner jetzt auch erstmal wieder Ruhe geben. Ich weiß es ja nicht. Sage, wer wüsste, es könnte sein. So, aber erstmal haben wir hier oben jetzt den Trägerverband, der hier länger patrouillieren kann. Hier haben wir die zweite Schlachtdivision. Hoppla, das war eine Flasche. Und dann können wir jetzt hier erstmal bei Rabaul Nachschub und Truppen einladen. Schauen wir, dass wir hier nämlich mal Leiter haben. Recht schnell. Hier mal Nachschub. So. Ah, der hatte noch Truppen an Bord. Hier können wir noch einen Nachschub nehmen. So.
Dann bringen wir jetzt hier Truppen runter. Schauen wir, dass wir mit den 12.000 Mann von Guadalcanal hier Florida Island recht schnell einnehmen können. Also der Feind hat jetzt nur noch seine Escortträger. Mehr kann er nicht mehr schicken. So, ich werde jetzt auch die Zerstörerdivision werde ich hier aufsplitten. Der Konvoi hier, ist der Zerstörer drin? Nee, eigentlich nicht. Zweite Schlachtschiffdivision, die Eroberer. Können wir hier jetzt die Kongo wiederholen? Auf jeden Fall. Und schwere Kreuzer. Taika Ooba, die Kengusa ist ebenfalls Miyoko. Die Miyoko und die Nachi und zwei Zerstörer. So, Sonar hat er Sonar. Passiv Sonar, aktives Sonar. Ja, zwei Stück der Azizuki-Klasse. Move 16. Das 1. Eine Fubuki. Na, jetzt machen wir hier noch. Hier zwei. Die erste. Die erste Schlacht erwischen. So, die Nagato ist noch in 5 Tagen in Reparatur. Wir warten jetzt noch auf die Nagato, bis die fertig ist. Und dann können wir nämlich hier vielleicht auch doch die Verstärkung runterbringen. So, jetzt haben wir erstmal die Träger, Shukaku und Ryu, kommen in Reparatur, Dockyards. So, die erste Schlachtdivision soll hier oben warten, nördlich von Rabaul. Und dann gucken wir mal, ob der jetzt holen wir erstmal die Truppen hier unten an Land. Ja, Haruna und Ise. Haruna hat halt auch genug
Das hätte ich jetzt machen können, mich hier bei Lee mal kurz hier die Stellungen schon bombardieren. Also lang wird es jetzt nicht mehr gehen. Was ist denn jetzt passiert? Haben wir jetzt wieder Verstärkung bekommen? Oh ja. 52 und 52 müsste fehlen mir. Oh, da haben wir sogar genug. Jetzt einen kleinen Frachter. Ich könnte hier Shortland, könnte ich hochleveln. Und dann könnten wir hier... nee, da warte ich jetzt aber noch ein bisschen. So, dann fangen wir jetzt an. Jetzt fangen wir erstmal hier rüber. Starten wir mal die Invasion von Florida. Ah, fuck. Nachschub, Nachschub, Truppen, Truppen. Truppen. So. Unload all cargo. das können wir rüberfahren. Die haben ja überhaupt keine Chance. Manage Cargo. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Jetzt können wir das mal recht schnell. So. Ah ja. Die verlieren. Und das nächste, das wir ausladen können, ist, können jetzt weitere Truppen nehmen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und sechsmal. Und die landen wir oben auf Malaita. Ich bin der festen Überzeugung, die können nicht mehr viel machen. Jetzt haben wir 1800 Truppen hier. Hier mal so viele. Ich wage zu behaupten, die machen nicht mehr viel. Land mal da oben an.
So. Unload All Cargo. 4000 Mann haben wir geladen. Oh. Die laden wir gleich wieder ein. Ich will ja keine unnötigen Verluste haben. Die werfen wir ebenfalls hier jetzt in den Kampf. Überzeugung. Oh. Ja, die werden sich verschossen haben. Das kann man hier in die Stoße aussuchen. Hier fliegt Escort über dem Konvoi. So, jetzt mal 13.000. Ah, die überrennen wir. Ich glaube, Florida Island fällt. Und dann schicken wir uns auch den Konvoi wieder hier hoch. Ein leichter Träger. Es ist halt schon so, dass die viel machen können sie nicht mehr. Leichtes Räder, Schlachtschiff, drei leichte Kreuzer, Zerstörer. Wenn ich hier jetzt die Walls starte. So. So, das ist noch ein Tag in der Werft. Hier verlieren sie auch und hier hinten, da ist klar, da haben sie eine größere Truppe gelandet.
So. Schicken wir uns mal einen Aufklärer los. Ja. Jetzt haben wir hier unten vor der zweiten Schlachtdivision haben wir einen Verband. Jetzt haben wir im Süden sind auch Flugzeuge. So. Auf den Träger setze ich hier ein. So, dass wir da am nächsten Morgen. Oh, Moment. So, Toilette muss auch mal sein. Ja, also das Let's Play, wenn es nicht zu einem Kampf kommt, dann mache ich es auf jeden Fall weiter. So, wenn man das Schlachtschiff zwei. Ein Schlachtschiff, drei schwere Kreuzer, zwei leichte Kreuzer, drei Zerstörer, ein leichter Träger. So. Passt, die sind in Reichweite. Die Suikaku. Dann hier gleich noch die Stukas los. Das ist jetzt der Wahnsinn.
Ah, okay. Da dies irgendwie verpeilen. Gut. So. So, und die zweite Staffel können wir hier ebenfalls ansetzen. So, die werden sich zum Träger auf vorknüpfen. Die sollen sich ruhig alle um den Träger konzentrieren. Die sind jetzt die Hauptziele. Sehr gut. Das Ziel des Schlages ist getroffen. Jetzt können wir Wall wieder zurückbeordern. Die Zeros ebenfalls. Ja, noch ein Schlachtschiff und mittlerweile mit den Verlusten. Wir könnten jetzt einen weiteren Träger holen. Der Feind hat jetzt nur noch CVE. 1, 2,
drei, vier oder vier Träger. Das sind auch leichte Träger. Ja, ich werde jetzt da oben nachher die Dings holen, die Verstärkung. Jetzt haben wir noch ein Schlachtschiff. Ich bin mal gespannt, was die jetzt so vorhaben. Enemy Aircraft spotted near Guadalcanal. Jetzt kann man natürlich das Schlachtschiff noch außer Gefecht setzen. Die Frage ist halt, wie sieht es hier unten aus mit den Verlusten? So. /63:12. Also 50 haben sie mehr. Doch ja, jetzt haben wir nur einen Tag. Und dann können wir hier schon hier oben Mavis einsetzen, Flugboote gegen die gegen das Schlachtschiff und wäre auch noch machbar. Wo will denn der hin? Das würde mich jetzt mal interessieren, wo der hin will. Vielleicht haben wir denn doch hier unten Glück. Und oder er versucht halt doch. Hier irgendwie an die Gruppe ranzukommen. Auf jeden Fall fährt er jetzt vollends ohne Luftunterstützung. So, alle aufs Schlachtschiff.
So. Könnte sein, dass die jetzt auch noch treffen. Es könnte sein, dass es das nächste Schlachtschiff erwischt. Hier mit 6 Torpedotreffern und einer Magazinexplosion. Sehr gut. Ich habe mein Ziel erreicht, zwar eine sehr hohe Verlustquote, aber das Schlachtschiff ist außer Gefecht. Von den Walls sind zwar nur noch 6 übrig, aber jo. Haben wir noch 3 schwere und 2 leichte Kreuzer und mit der Wiederherstellung der ersten Träger-Division machen wir jetzt auch einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Euer Exekutrix, würde ich schon mal sagen. Match Group. Super Position. Ja, die sind wieder aufgefüllt. Ich glaube, das haben wir gut unterbunden. Neue Trägerkampfgruppe. 1800 Mann haben wir noch hier. Haben wir hier noch die Flugzeuge stehen gegen die Kreuzer. Die erste Schlachtdivision schicke ich jetzt langsam auch runter. Denn die warten auf die Fertigstellung der Nagato, dass die repariert ist. Aber wir werden hier jetzt abspeichern. Machen mit der Versenkung der Massachusetts. Haben wir es erwischt. Also da sind wir jetzt wirklich gut aufgestellt. Die Amerikaner haben ein ganz großes Problem. Die Bretten, die Coupé, die Prince William und die Colton, die haben sie noch. Ja, North Carolina gibt es nur noch einen Typ. South Dakota gibt es nur noch eines. Und wie sieht es denn bei den anderen Schlachtschiffen aus? Gucken wir gerade mal. Die Tennessee ist noch verfügbar. Bei der New Mexico gibt es noch 2, also 3. 3, 4. 4 schnelle Schlachtschiffe und 2 normale haben sie noch im Dienst. Jo, dann speichere ich mich hier ab und machen uns dann ja, sie ist nächstes früh wieder. Bis dann, euer Exekutrix.